Freunde, ihr glaubt's mir nicht. Ich hab was richtig Cooles. Und zwar, ich hab mir ein Aussie-Egg ertradet. Das ist so cool und so krass. Und ich muss dieses Aussie-Egg erstmal Papa Martin zeigen. Also, ich bin gerade richtig stolz und ich freue mich gerade richtig, dass ich dieses Aussie-Egg ertradet habe, weil das Egg gibt's nicht mehr in der Dopmi City. Und das ist so außergewöhnlich und so krass. Ich bin richtig stolz. Ich muss das auf jeden Fall auch meinem Bruder Baby René zeigen und Mama Danja und auch vielleicht Baby Khan. Den kann ich das ja auch zeigen. Damit er zwar ein bisschen eifersüchtig sein, weil ich so ein cooles Egg habe, aber ganz ehrlich, das ist mir so egal, weil das ist so cool. Und ey, ich muss auch mal schauen, ob überhaupt jemand da ist von meiner Familie, weil dann kann ich denen das zeigen. Oder ob überhaupt jemand anders auch vielleicht da ist. So, ich schau mal. Schaut euch mal, wie cool das Aussie-Egg aussieht. Hey Leute, kurzer Disclaimer. Und zwar werde ich noch ein Trading-Video machen und euch zeigen, wie ich mir das Aussie-Egg hier ertradet habe. Das heißt, seid gespannt und freut euch auf das Video. Plus, Freunde, ein kleiner Hinweis, ich trade nicht mit Zuschauern. Das heißt, wenn sich jemand als Claudio ausgibt und mit euch tradet, das bin ich nicht. Wenn ich Trading-Videos mache, dann werdet ihr auf meinem Kanal sehen und die werden nicht angekündigt oder sonstiges. Das heißt, wenn ihr mit einem Claudio tradet, bin ich es nicht. Deshalb passt auf eure Accounts auf, passt auf eure Pets auf. Und ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit dem Video. Jetzt schaue ich erstmal, wo Papa Martin ist. Oh. Ach, Moment, ich habe auch Durst. Ich nehme mal so ein Glas Wasser mit. So. Wir gehen mal vor die Tür. Ich trinke erstmal. Ich bin schon ein bisschen kaputt, weil ich so viel geredet habe. Brauche erstmal mein Hals ein bisschen Wasser, ey. Boah. Mann, was möchte der denn von mir? Lass mich mal in Ruhe mit meinem Aussieg. Ich ruhe mich erstmal aus. Oh, das ist ja dieser Claudio. Auf den warte ich ganze Zeit. Es hat sich kaum gesprochen, dass er ein Aussie-Egg hat. Mal gucken, wo er hingeht. Ich werde ihn mal ein bisschen verfolgen. Oh, Freunde, ich freue mich richtig. Was? Da drüben steht so ein komischer Typ. So hinterm Baum. Aber gut, vielleicht ist das ja der Gärtner in der Dopmi City und vielleicht kümmert er sich gerade einfach nur um den Baum oder pflanzt einen neuen Baum oder gießt gerade den Baum. Wobei ich nicht weiß, wie Bäume wachsen. Also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Brauchen die überhaupt Wasser und gießt man die dann? Naja, egal, aber der guckt ein bisschen unheimlich. Naja, ist auch egal. So, wisst ihr was, Freunde? Ich steig in meine königliche Kutsche ein. So, und ich schau mal, ob Papa Martin vielleicht hier ist. Ich sehe den hier nicht. Kein Papa Martin. Auch kein Papa Martin. Wo ist Papa Martin? Es wäre ziemlich cool, wenn er da wäre, weil dann würde ich ihm das zeigen. Oh, Freunde, Aussie-Egg, das ist so ein cooles Ei. Und ich muss jetzt schauen, wo Papa Martins Haus ist. Irgendwie sehe ich das hier nicht. Warte, ich schau mal. Ah, ja, hier ist Papa Martins Haus. So cool. Ich bin so gespannt, dass Papa Martin auf das Aussie-Egg reagieren wird. So, erstmal, nee, du bleibst nicht im Auto. Du kommst mit mir mit. So, mit, ah, nein. So, du kommst jetzt mit mir mit, Aussie-Egg. Ich würde sagen, ach, du bist müde, ja, du kannst gleich schlafen. Wir gehen jetzt erstmal zu Papa Martin und ich will ihm mein Pet präsentieren oder mein Egg präsentieren und dann bin ich gespannt, wie er darauf reagiert. So, mitkommen. Ach so, er will zu Papa Martin. Ich glaube, Papa Martin war Lehrer gewesen hier. Mal gucken. Vielleicht trifft er nicht in der Schule auf Papa Martin, sondern auf mich. Das wäre doch eine Idee. Schnell zur Schule. Papa Martin! Ja gut, die Tür steht auf. Also das heißt, er ist im Wohnzimmer. Papa Martin? Nee, Papa Martin ist nicht hier. Meine Güte, wo ist er denn? Papa Martin! Papa Martin, wo bist du? Ja Mensch, er ist nicht hier. Er ist nicht im Poolbereich. Nee, sonst würde ich ihn doch schon sehen. Mann, wo bleibt denn Papa Martin? Das ist so nicht cool, dass er nicht hier auf mich trifft. Das. Oh, toll, hier ist er nicht. Meine Güte, Papa Martin. Vielleicht ist er im Zimmer hier? Nee, hier ist er auch nicht. Ich meine, das Zimmer sieht cool aus. Ach, vielleicht ist er in meinem Zimmer und zockt Playstation oder PC. Nee, hier ist er auch nicht. Mann, wo könnte Papa Martin sein? Ich will ihm doch nur mein Egg zeigen. Ich habe die Idee. Er ist in der Schule. Ich meine, Papa Martin ist Lehrer. Er kann nur in der Schule sein. So, komm mit aus, Jake. Wir gehen jetzt in die Schule. Ach, da ist eigentlich die Schule. Ich sehe mich jetzt ganz schnell um. Hier muss ja irgendwo der Spind sein von Papa Martin. Und dann nehme ich seine Sachen raus. Okay, hier ist sein Klassenzimmer.
Ich habe mich umgezogen. Ich habe sogar sein Namensschild dran, damit auch wirklich Claudio denkt, dass ich Papa Martin bin. Oh, Freunde, ich freue mich drauf, Papa Martin gleich in der Schule anzutreffen. So, ich fahre jetzt auch in die Mitte. Mann, mein Ossiak ist auch schon richtig erschöpft von den ganzen Reisen, aber ist nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wie Papa Martin drauf reagiert. So, da drüben ist auch die Schule. So, ganz schnell, da ist die Schule. Einpacken und... Papa Martin, ja, du bist hier, Papa Martin, und ich sehe, du hast auch kein Unterricht. Wie cool ist das denn? Papa Martin, hi. Hallo, Claudio. Papa Martin, du schau mal, sag mal, siehst du, was ich hier sehe? Ich sehe ganz genau, was du siehst. Ja, ist ein Ossiak. Aber sag mal, Papa Martin, was ist mit deiner Stimme und was ist mit deinem Gesicht los? Hast du dich verändert oder so? Ach, ich bin nur ein bisschen kränklich. Was hast denn da Schönes? Komm mal lieber kränklich? Zu. Ja, Papa Martin, das... Wie, was hab ich da? Das ist das Ossiak. Also, du kennst nicht mal das Ossiak. Also, das enttäuscht mich gerade richtig. Das ist ein Egg, das gibt's so nicht mehr in Adopt Me City. Und das ist richtig selten. Und ich habe mir das ertradet. Und ja, ich bin richtig stolz darauf. Wie kommst du denn zu so einem seltenen Egg? Papa Martin, ich hab's dir doch gerade gesagt. Ich hab's mir ertradet. So, ich setz mal mein Ossiak dahin. Ich hab's mir ertradet. Das ist richtig cool, das Pet. Aber Claudio. Ja. Ich muss dich unterbrechen. Ja, bitte, Papa Martin. Die Stadt hier, Adopt Me City, ne? Ja. Die ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja, Papa Martin, komm mir nicht so nah. Es sind sehr viele Nachmachungen unterwegs. Ja, aber das ist ein echt... Obwohl, du hast recht. Und glaubst du hast das Glück gehabt, dass ich ein Lehrer bin. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ich habe dich studiert. Gib mir das Ei. Ich gehe kurz nach hinten. Gib mir das Egg. Ich gehe kurz nach hinten. Ich kontrolliere das auf die Echtheit. Und dann gebe ich es dir wieder, okay? Okay, du hast recht, Papa Martin. Weißt du was? Ich gebe dir kurz das Egg. Hier, einen Moment. Ja, Papa Martin, hier hast du das Egg. Und guckst du jetzt nach, ob das echt ist? Dann, wo soll ich warten, Papa Martin? Ich guck nach, setz dich hier hin. Okay, ich setz mich hier vorne hin. Okay. Mach kurz deine Augen zu. Ich bin gleich wieder da, okay? Okay, Papa Martin. Oh, Freunde, wie cool ist das denn, dass Papa Martin so cool ist und sich jetzt erstmal mein Pet anschauen geht? Ich bin auch gespannt, ob das wirklich jetzt auch ein echtes Egg ist und kein Duplikat. Schnell wieder umziehen, damit er mich nicht wiedererkennt. So. Jetzt bin ich umgezogen, jetzt lassen wir ihn warten und ich bin schon über alle Berge. Mann, Freunde, ich warte jetzt schon seit über 20 Minuten hier auf Papa Martin. Wie lange, wisst ihr was, ich gehe mal gucken, wo der ist. So, ich gehe mal gucken, wo der ist. So, in der Cafeteria ist er nicht. Der müsste ja theoretisch irgendwo sein Büro haben. So, in seinem Büro, hier ist er auch nicht. So, hier ist es auch leer. Hä? Wo ist denn Papa Martin? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warte mal. Ich schau mal am PC, ob wann Papa Martin wieder zurückkommt. Vielleicht kommt er ja zurück und hat vielleicht einfach gerade nur Mittagspause oder so gemacht. Ich schau mal einfach. Dass es so einfach wird, ihm das Ei wegzunehmen, hätte ich nicht gedacht. Ich muss es ihm nicht mal stehlen, der hat es mir einfach gegeben.